Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von GTA San Andreas in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Und ich habe schon angekündigt gehabt, ich möchte gerne hier, weil das eben so ein Jubiläum ist, die 50. Folge, da würde ich gerne den kompletten Casino-Heist mit euch machen. Das heißt, alle Vorbereitungsmissionen und dann eben auch letztendlich den wirklichen Casino-Heist. Und ja, mal schauen, wie mir das gelingen wird. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Auf jeden Fall keine Ahnung, wie lang die Folge wird, aber ich bin sehr gespannt drauf und freue mich riesig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Let's go. Ist ja eines der Highlights von San Andreas, kann man ja sagen. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This what we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Er macht das Licht einfach wieder aus. Es ist immer wieder schön. Okay. Ja, du brauchst eine Kamera, um die Casino-Pläne zu fotografieren. Schnapp dir eine von einem Touristen auf dem Strip. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Ich habe übrigens auch immer wieder die Waffen eingesammelt hier. Vor Dragon's Casino. Ich habe immer gespeichert, eingesammelt. Deswegen habe ich jetzt ganz viel Munition. Für die M4 und eben auch für das SMG. Oder halt die MP5. So. Hi. Bräuchte mal deine Kamera. Cooler Sprung. What are you doing, man? Der hat sie doch. Kannst du das mal. Das ist jetzt nicht die schwierigste Hürde hier in dieser Mission. Kannst du jetzt bitte mal. Alter, jetzt reicht's mir. Was stellt er sich denn so an? Danke. Gut. Nimm dir die Kamera. Und natürlich krieg ich einen Stern dafür. Du hast eine Kamera, begib dich jetzt zum Gebäude der Stadtplanungsbehörde. Ja, ich mach das. Ich nehme die Cops mal. Ach, der Stern ist schon weg. Übrigens, hier vorne ist, glaube ich, auch irgendwo eine. In der Stadtplanungsbehörde herrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Mach keinen Ärger. Wenn es dann einen Checkpoint gibt, dann will ich euch noch ein paar optionale Dinge zeigen, wenn das möglich ist. Aber ich würde jetzt ungern alles nochmal von vorne machen. Also davon mache ich es abhängig. Wenn es jetzt hier einen Checkpoint gibt. Ja, okay, dann kann ich euch das zeigen. Dann ist das kein Problem. Dann mache ich das auch, weil das echt cool ist. Dies ist eine Behörde. Keine offen getragenen Waffen. Sonst... Was? Was sonst? Hallo? Achso, keine offen getragenen Waffen, sonst wirft man dich vom Gelände. Ach du Scheiße, habe ich aber Angst. Put that weapon away, sir. This is a public building. Thank okay. You for your cooperation, sir. Kein Problem. Put that weapon away, sir. This is a public building. Und wenn ich jetzt ein bisschen warte? This is your final warning, sir. Put the weapon away. Okay. Thank you for your cooperation, sir. Und wenn ich jetzt gar Put that weapon away, sir. This is a public building. This is your final warning, sir. Put the weapon away. Und wenn ich es nicht tue? Du solltest dich unauffällig verhalten und du hast mit deinen Waffen rumgefuchtelt. Ach du Scheiße, ja, sorry. Es war zu verlockend. Aber es ist auch so geil mit den Checkpoints. Ich kann euch jetzt die ganzen Varianten dieser Mission zeigen. Ich meine, da hat Rockstar sich ja auch was bei gedacht. Wenn man die nie zeigt, dann ist das doch schade irgendwie. Genau. Und hier kann man auch jetzt noch was Optionales machen. Can I help you, sir? Du kannst zum Beispiel Nein sagen einfach. No, thank you. Come to me if you change your mind. Okay. Ich hab's mir anders überlegt. Hi. Can I help you, sir? Ja. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's Casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Nö, weiß ich nicht. Oh, no, I didn't know that. Why? Well, we don't want to be party to preparation of a daring raid on the count room. Does sir understand?
Scheinbar hat er es verstanden, aber ich gehe trotzdem auf Ablehnen. Nah, I'm just a dumb ghetto kid. I don't understand shit. I'm very sorry, sir. I can't make it any clearer. Can I help you, sir? Ja. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's Casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Ja. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Das Treppenhaus ist jetzt zugänglich. Begib dich in das Stockwerk, wo die Pläne aufbewahrt werden. Muss ich hier rein jetzt? Ist das richtig? Hello? Was bin ich hier korrekt? Ist das hier der richtige Weg oder? Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Ich meine, ich werde mir sowieso alle Zeit der Welt nehmen. Oder kann man sich doch mal einen genehmigen, oder? Habt ihr euch schon mal jemals in dieser Mission Snack hier geholt? Also an dieser Stelle? Da kommt noch ein anderer Snackautomat, der ist auch eigentlich ziemlich geil. Ach hier, vielleicht sollte ich mal hier reingehen. So. Die Pläne, die du fotografieren sollst, sind in dem hinteren Raum im obersten Stockwerk. Also im obersten. Noch weiter nach oben. Höher. Bis das Symbol, genau. Jetzt ist es richtig. Ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Snackautomat. Du kannst die Casino-Pläne nicht fotografieren, wenn der Wachmann in der Nähe ist. Du musst ihn ablenken. Unten ist ein Dokumentenarchiv. Geh runter und find heraus, ob du ein Ablenkungsmanöver starten kannst. Ja, ist klar. Jetzt bin ich hochgelaufen, jetzt kann ich wieder komplett runterlaufen. Nicht komplett, aber... So. Diese Klimaanlagen sind ziemlich altersschwach. Zerstöre sie irgendwie. Okay. Bam. Das war's. Der Feueralarm dürfte die Wachmänner beschäftigen. Everybody out. This is not a drill. Wie gehe ich jetzt nach oben? Weg da, ich muss nach oben. Ciao. Hi. Hi, hi. So, jetzt die Kamera. Und einmal hier. Sehr gut, du hast die Casino-Pläne fotografiert. Jetzt verlass den Ort. Where are those damn firemen? Die Cops können wegen des Feuers die unteren Türen nicht schließen. Mach, wenn nötig, von deinen Waffen Gebrauch. Okay, warte mal. Ja, ich würde die Waffe hier nehmen. Ey. Was ist denn los hier? Ja, nicht, dass ich noch 3 Sterne kriege. Ich hab da echt keinen Bock zu. Huah! Da sind sie bestimmt jetzt hinter der Ecke hier. Hi. Er ist die Ruhe selbst. Perfekt. Hier. Immer noch nicht ganz unten. So, und jetzt einfach raus hier. Lauf! Lauf! Egal! Aua! Ich wollte euch mein Bike nehmen. Och, komm. Wenn ich schon hier bin. Ich sollte jetzt keine extra Wünsche haben, aber ich will mit meinem Bike flüchten. Wuhu! Uiuiui. Das ging noch leichter als gedacht. Und ich habe euch alle Varianten gezeigt dieser Mission. Ich glaube, das sind alle. Vielleicht gibt es doch hier und da noch mal ein paar extra Dialoge, aber... Weil ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal die Schutzweste. Ich meine, wir haben 4 Sterne, aber... Man muss sich Prioritäten setzen. Außerdem erhöht das unsere Überlebenschance. Hi. Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Gute Arbeit. Ja, das war doch eine schöne erste Mission. Ich glaube, es sind insgesamt 6 oder so.
Also schon einige. Aber wir kriegen die alle hin. Also wir haben ja alle Zeit der Welt. Und das ist ja eine Special-Episode. Und hier, ihr seht schon, man kann hier immer wieder die Sachen einsammeln. Dann geht man hier einmal speichern. Und dann, ja, geht man einmal ein bisschen weiter weg. Und dann sind auch diese Waffen wieder da. Und dann kann man die ganze Zeit einsammeln. So habe ich das halt die ganze Zeit auch gemacht. Und es war... Das ist echt hilfreich. Nur blöd, dass man hier nicht laufen kann. So, dann wollen wir doch mal zur nächsten Mission übergehen. Let's go. Now I know you're blind, man, but you gotta see this. Very clever. So what's the prognosis? Is this just gonna be extremely difficult or next to impossible? Hear me out on this, homie. All right, the cash room is on the bottom level. There's a bunch of rooms and a tunnel under the whole building with access to the casino floors at either end of the complex. All right? Now, security consists of CCTV, a key code access, and in places, a swipe card. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Habit. Ah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, I know. Hey, boss, this arrived for security. Hey! Damn, man! Now we've seen the plan. Well, then we've got our first recruit. Come on in and shut the door. All right, cool. This the security card reader that Zero sent over. Now all we need to do is get one of those cards. Luckily, there's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Begib dich zum Caligula's Casino. Okay. Das ist gut. Die sind da einfach immer noch da vorne. Die Enforcers. Und habt ihr das Larfist-Plakat gesehen? Das ist echt cool. Die legendäre Band aus Vice City. Die sogar eine echte... Also es gibt eine echte EP von denen. Also es sind so 4, 5 Songs oder so. Kann man sich auch auf YouTube anhören, wenn man da Larfist-EP eingibt. Das sind eigentlich echt coole Lieder. Das sind halt auch wirklich echte Original Soundtracks, was man in Vice City ja auch nicht so oft hat. Meistens sind es ja einfach lizenzierte Musik, aber in dem Fall ist es einfach echte von Rockstar gemachte Musik, soweit ich weiß. Aber wir sind jetzt hier. Die Croupier hat eine Schlüsselkarte und kennt den Code. Folge ihr. Ach, das mit dem Schreckometer wieder. Another shift over. See you tomorrow. Ach, leck mich doch am Arsch und das steht einfach Spank auf ihrem Auto. Wir werden sie auf jeden Fall spanken, da könnt ihr mal von ausgehen. Das Schreckometer ist zurück. Wie hab ich's vermisst? Geil, endlich mal wieder Schreckometer. Wuhu! Das Schreckometer steigt, du bist zu nah dran. Geh auf Abstand, sonst erschreckt sie sich. Das ist schon wieder zu nah dran, das ist perfekt. Okay, das ist in Ordnung. Das ist zu nah dran und das ist perfekt. Jetzt können wir sie die ganze Zeit wieder verfolgen. Und dann müssen wir sie auch noch daten, das stimmt ja auch noch. Und ich kann sie ja nicht einfach... Also, man kann sie ja auch einfach killen, um an ihre Karte zu kommen. Wenn es soweit ist. Also, wenn die Möglichkeit besteht. Aber ich muss sie ja daten für die... Casanova-Trophäe. Deswegen muss ich mit ihr auch noch ausgehen. Aber das sollte normalerweise nicht das Problem sein. Ich muss ja nur auf ein Date mit ihr. Und was ist da gerade ihr Problem? Wieso hält sie da jetzt gerade so bescheuert an? Achso, weil sie wartet, bis die Leute vorbei sind. Und jetzt ist ihr das doch irgendwie egal. Okay. Hallo? Okay. So, jetzt fährt sie endlich. Oh mein Gott, das wird so lange dauern. Das wird so lange dauern. Ich darf das nur nicht fehlen, aufgrund von meiner Ungeduld. Das wäre natürlich mega, mega dumm. Ich bin ja eigentlich geduldig, aber ich habe ja noch einiges mehr vor in diesem Part. Also das ist ja erst der Anfang. Da kommen doch so coole Missionen auf uns zu. Und der Casino heißt Itself ist natürlich auch ultra geil. Ja, es ist mega unauffällig. Nach wie vor ist immer wieder geil. Also das ist auf jeden Fall unauffälliger, als wenn wir einfach auf einem normalen Abstand folgen würden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unauffällig. Richtig gut.
Da oben ist Avery Carrington. Und sie befolgt halt einfach die Straßenverkehrsordnung. Ne? Das ist das. Das ist eigentlich noch schlimmer. Das ist schlimmer als das Schreckometer. Ja, ich kann nicht. Guck doch da vorne. Wenn ich mich näher, dann steigt das Schreckometer wieder. Guck mal, die hinter mir können froh sein, dass ich kein Schreckometer habe. Das wäre nämlich jetzt auf Anschlag normalerweise schon. Ich glaube, die fährt da jetzt rein, oder? Ja, und überfährt erstmal noch jemanden. So, jetzt, aber was ist denn jetzt, Mädel? Komm in die Puschen jetzt. Das ist einfach tot, die Person da. Das ist geisteskrank. Die Frau hat sie doch nicht mehr alle. Sie ist in den Sexshop gegangen. Folge ihr hinein. Alles klar. Aber vorher mache ich ihr Auto kaputt. Oh, das ist doch unauffällig, oder? Lass mir mal so. Die Croupier ist irgendwo hier hin. Suche sie. Haben wir denn hier alles so für schöne Sachen? Hamster Love 2. Naughty Nurses. Granny. Was steht da? Grubber? Grubber 10? Return of the Anaconda. Jenny and Sarah. Lesbo Adventure. We have the right to refuse service to anyone. Steht da? Filthy Chicks. Eine Dildo-Kettensäge? Ja, ist halt nicht alles, was man hier so bekommt, ne? Ach, hier muss ich rein. Wow, it's nice and tight. I'm sure you'll squeeze in just fine. Let's have a look. Perfect. Oh, hi, Benny. Yes, master. I'm just trying it on. You got yours? Cool. I'll see you at my house in a short while. Und das war jetzt natürlich mega unauffällig, ne? Dass er da einfach stand. Da war doch noch was Interessantes drin. Aber besorgt dir einen. That can't be legal. Candy sucks returns in a that can't be legal. 80s. Pornstar Finest, ja. Ist das, weil sie hier, sie war ja im Filmstudio in Vice City. Ist das darauf bezogen? Oh, das Bild ist aber auch nett. Dann schauen wir mal an, wie du denn in dem Fummel aussiehst. Oh, das sieht doch nett aus. Das steht ja total gut, Karl. Ich glaube, das tragen wir jetzt immer so. In jeder Mission. Und das ist Kenny Sachs Bild, das kennt man auch schon aus. Ja, das ist das aus San Andreas. Ich glaube, das gibt's in Vice City gar nicht. Okay, wo ist mein Motorrad? Die Croupier hat den Shop verlassen. Folge ihr, aber fahr nicht zu dicht ran. Ja, gibt hoffentlich eine Checkpoint-Speicherung wieder. Wo ist mein Bike? Jetzt mal ernsthaft. Wurde das jetzt wirklich gelöscht? Das ist nicht euer Ernst jetzt. Mein Bike ist weg. Kann ich mir auch mal nochmal einen Drink ziehen? Kann ich jetzt nicht. Na gut, nehme ich die Karre hier. Mein Bike. No, my bike. Ja, ich muss näher ran. Ich bin doch dabei, aber... Wenn die da so rumtrödelt, dann was soll ich denn machen? Warum hält die da jetzt schon wieder? Die Frage ist, zählt das jetzt gleich schon als Date oder muss man sie wirklich nochmal treffen? Wahrscheinlich muss man sie nochmal treffen, aber das müssen wir sowieso machen für den Heist jetzt hier. Wir können es. Das kann ich nicht auf später verschieben, das müssen wir jetzt machen. Nicht dein Ernst jetzt, oder?
Die wollte CJ jetzt aus dem Auto ziehen. Das geht ja gar nicht. Ich muss hier wirklich... muss dranbleiben. Aber als Kind kam mir diese Fahrt immer ewig lang vor. Ich meine, sie ist gar nicht so schlimm jetzt im Endeffekt, aber... das war für mich früher wirklich... ja, schön, dass du die Hände hebst. Aber früher hat sich das für mich wie eine halbe Ewigkeit angefühlt. Drei, zwei, eins, go! Time is money. Ja, ist es ja auch. Aber ich muss jetzt hier... ich glaube aber, die wohnt hier so in dieser Ecke. Jetzt nach links, oder? Da vorne geht's auch richtig ab. Da kann man, haben wir so ein bisschen... da wird uns was geboten. Der rennt weg. Der Cop jetzt hinterher. Jetzt will er aber doch nicht. Jetzt steigt er wahrscheinlich in sein Auto. Versucht es zumindest, aber der Weg ist gerade versperrt zum Auto. Also das ist blockiert. Jetzt... okay, es ist... ich will gar nicht wissen, was hier schon wieder passiert ist. Okay, einer wurde gekillt, dann fährt der weg. Jetzt steckt der Cop wieder ins Auto. Es ist... jetzt kommt wahrscheinlich der Zug. Oh. Das ist natürlich jetzt auch kritisch hier. Wenn jetzt hier der Zug kommt... drei, zwei, eins, let's go. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden hier hinten. Ich muss gerade mal hier, ja. Aber ich glaube, die wohnt hier, genau in dieser Straße. Millie Perkins. Könntest du jetzt bitte mal ein bisschen fahren? Da wohnt sie. Perfekt. Parke gegenüber dem Haus der Croupier. Der Sexsklave wird gleich kommen. Warte in der Nähe und sorge dafür, dass er das Haus der Croupier nicht erreicht. Nichts leichter als das. Wo kommt er denn? Ach, da ist er. Das ist der Dude hier. You happy now? Ciao. Der Sexsklave ist ausgeschaltet. Gehe und betätige die Klingel. Und dafür nehmen wir hier den Dildo. Und dann haben wir nochmal ein paar extra Prozente, glaube ich, bei ihr. Spank. Let's go. The door's open, Master. Come on in. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Hey, if you good, I'll punish you more. Oh, Benny, you minx. Du hast eine Freundin mehr. Du musst sie zum Essen ausführen, bevor sie dir die Schlüsselkarte gibt. Okay. Hi. Hi, CJ. Hey, what's up, baby? Hey, let's eat. Can we cut straight to sex? Come on, kid, let's roll. Such dir ein Lokal aus, das deiner Freundin gefallen könnte und bring sie hin. Schnell Imbisse, Restaurants, Bars. Okay, komm, steig ein. Ich hätte auch den SM-Anzug mitnehmen können, aber... dann würde ich sagen... gehen wir einmal hier vorne einfach Burger essen. Ihr gefällt diese Gegend? Okay, dann gehen wir Burger essen. Dann gehen wir doch einfach Burger essen. Ein ganz romantisches Burger essen. Es scheint nicht so, als würde sich... es war aber... das... Baby, you showed me a good time. I want to set up my own dungeon. That's amazing. CJ, you're making me nervous. Ja, du bist nervös. Okay, das ist doch gut. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt die Austern habe, sollte es sowieso jetzt klappen. Also egal, was passiert. Aber es war doch gerade ein romantisches Essen hier beim Burgerladen, oder nicht? You are a
romantic disaster. Oh. Hm. Aber es war das Date. Na gut, dann muss ich jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen speichern und dann nehme ich den SM-Anzug diesmal mit und dann sehen wir uns gleich nochmal genau an dieser Stelle wieder. Dann lasst uns mal das zweite Date beginnen und diesmal habe ich den SM-Anzug an. Das sollte jetzt eigentlich besser laufen. Und ich wähle nochmal den lila Dildo aus. Das wird dir bestimmt nochmal sehr gut gefallen. I need some punishment. Whatever makes you happy, but I think you need honey, help. Honey, you are heartless. I love you. Ich glaube, das lief gut. Jetzt kann man sich hier in der Statistik auch noch einmal anschauen, wie groß der Fortschritt ist bei ihr. Irgendwo hier müsste das kommen. Jetzt kommen die ganzen Rennen hier. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Hätte in die andere Richtung scrollen müssen, das war jetzt dumm. Hier, 25% und bei 50% kriegt man die Karte, also deswegen müssen wir so ein paar Mal hier hin und wieder zurück und naja, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Date. So, es geht wieder los, Leute. Ist nur blöd, dass man jedes Mal wieder den SM-Anzug wiederholen muss, aber naja, man muss ja eh speichern, von daher geht's ja eigentlich. Das lässt sich einrichten. Blöd, dass man das nicht überspringen kann hier. Geht leider nicht. Muss man sich jedes Mal wieder anschauen. Also anschauen ist relativ anhören. Also eben hat das, glaube ich, 10% hat das gegeben. Das heißt, jetzt müssten wir bei 35 sein. Anruf annehmen? Millie, what's up? Hey, Carl. Just called to say that last night was terrific. Likewise, baby. Likewise. Listen, I thought about that little scheme you told me about. Don't worry, I haven't told anybody. Not even my mom. I've left the key card and the door code in my bedroom. Millie, girl, you will not regret this. I know, because I'm getting a cut, right? Oh, for sure, baby. For sure. I'm gonna do you right. Okay, you got it. Hmm. Ja, perfekt. Jetzt können wir bei ihr einfach rein und uns diese Keycard holen. Da ist sie nämlich. Was steht da eigentlich drauf? Officer? P? Irgendwas. Du hast die Schlüsselkarte für den Casino-Überfall oder Raubüberfall beschafft. Ich würde euch aber auch gerne nochmal die andere Variante zeigen. Wie mache ich das denn jetzt? Deine Freundin ist gerade nicht zu Hause, ja, aber jetzt müsste eigentlich... Gibt es nicht noch ein Telefonat mit Wusi? Weil ich würde euch gerne auch noch die andere Variante einmal zeigen. Ich hätte echt gedacht, man muss 50% erreichen, aber wenn ich jetzt hier gucke... Unter... Fortschritt, dann ist das bestimmt nicht bei 50 jetzt auf einmal. Also ich glaube nicht, dass es bei 50 ist. Es ist auch mitten... 35, okay, da muss man wahrscheinlich 30 bis 35 muss man wahrscheinlich erreichen. Hätte jetzt gedacht, jetzt kommt noch ein Telefonat mit Wusi oder sowas. Na gut, dann zeige ich euch nochmal die andere Variante und dann machen wir regulär weiter. Bis gleich. Und nun kommen wir zur anderen Variante, die ich erwähnt habe. Und zwar folgendes, ich habe jetzt extra den SM-Anzug nicht mitgenommen, damit sie jetzt mitkommt mit uns. Das ist ganz wichtig. Und fragt aber jetzt nicht, warum er nackt ist. Hello, CJ, what's up? Hey, beautiful. Hey, let's eat. Okay, let's move. So. Er ist natürlich jetzt blöd mit den Cops, aber... Warte mal kurz. Where's your manners? Steig auf. Steig's auf. Ich muss eben mal irgendwo hin, wo keine Cops sind. Fahren wir mal hier kurz lang. So, Millie. Na gut, einmal. Einmal ist Keimer. Ich weiß nicht, wo sie da gerade küsst. Wahrscheinlich seine Haare oder so.
You want me to shoot you as well? Freundin ist tot. Deine Freundin ist tot und jetzt gibt's einen Call. Hello? What is the holdup with that security pass, CJ? Man, it been a slight setback. What kind of setback? Well, more of an unfortunate accident. It's Millie. She dead. What the fuck? How? When? Well, we was hanging out and shit got fucked up. That's all I'm saying, man. Well, her pass will probably be in her house. You gotta break in and get it. Shit, you're right. Hey, I'ma call you when I get the card. Das kann man nämlich auch machen. Und dann braucht man diese ganze Date-Sache überhaupt gar nicht machen. Das hätte man auch direkt am Anfang machen können, aber... Ich werde das auf jeden Fall regulär machen. Ich will sie eigentlich nicht töten, weil ich auch nicht weiß, was mit der Trophäe dann ist. Da habe ich viel zu viel Angst vor. Und dann kann man sich hier halt die Karte holen. Das ist halt auch eine Möglichkeit, aber... Ich werde das nochmal neu laden, ich werde das nochmal regulär machen und dann sehen wir uns gleich einfach beim Casino wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder beim Casino und ja, Millie lebt jetzt wieder, ihr geht's den Umständen entsprechend gut und jetzt können wir hier weitermachen. Ja, speichern brauche ich jetzt nicht. Und dann machen wir direkt weiter mit der dritten Mission. Das hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, diese ganze Date-Geschichte etc., aber das ist okay. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt wird's einfach nur noch cool, ab jetzt. Seem impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up! We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look, I'm gonna go shut off the city's power source. We'll look after these fools for me. Okay, now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Begib dich zum Flughafen. Du brauchst ein Flugzeug, um mit dem Fallschirm über dem Damm Kai abzuspringen. Warum auch immer man das so dramatisch machen muss. Aber gut, okay. Aber wie Wuse schon sagt, mit so einem Plan kann eigentlich gar nichts schief gehen. So, und nach dieser Mission muss ich unbedingt mal abspeichern, weil ich habe gehört, dass es hier irgendeinen Glitch geben soll, der dazu führt, dass man nicht weiterkommt oder so in der nächsten Mission. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das wird man dann sehen. Steig in das Flugzeug am Ende der Rollbahn, okay. Das ist wahrscheinlich... Oh gut, so eins, okay. Leb wohl, Energie 500! Das hatte ich halt in dem ein Versteck hier. In der Nähe von Millies Haus hatte ich das da damals geparkt. Das war echt gut eigentlich. Gut, dass ich das da geparkt habe. Oh, Alter, das Ding ist aber auch langsam as hell, ne? Oeo, Balu, Oeo, Balu. Da denke ich an sowas, wenn ich so ein Flugzeug fliege. Balu und seine Crew. Oeo, Balu. Oeo, Balu. Ich hoffe, hier ist nicht das Sperrgebiet. Sonst... Ja, wird halt wehtun. Ich glaube, das Ding hält nicht viele Raketen aus. Aber... Ne, da vorne ist es ja auch schon. Ich muss ja nicht mal mit dem Fallschirm abspringen. Ich kann da auch einfach hier... Muss ich jetzt schon runter? Nee. Ach doch, hier schon. Ja. Stopp. Hallo? Ach, das ist vorgegeben, wo ich wieder hin muss. Oh, ich hasse das. Da ist wieder so ein Ring in der Luft. Das habe ich vergessen. Das ist ja eine Grütze. Da ist das Sperrgebiet. Och, Leute, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ist irgendwo so ein... Als ob das jetzt so wichtig ist. Ich kann nicht rausspringen. Oh, ist das eine Grütze. Oh, ich hasse das gerade schon wieder. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich doch mal nach oben gestiegen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, was soll das? Ich springe einfach, wann ich möchte. Aber es ist vorgegeben.
Was ein Mist. Ich sehe das Ding noch nicht mal da oben. Ey, nee. Kann ich das nochmal machen? Was ein Mist. Ja, da muss ich erstmal jetzt weiter wegfliegen und dann wieder drehen und dann wieder nach oben und och, ist das ein Mist. Ey, wer weiß, wie hoch das Ding ist. Ich drehe einfach da bei der Brücke oder so. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ich habe echt gedacht, ich kann ja ein bisschen machen, was ich möchte. Okay. Ach, da oben ist er. Okay, sehe ich. Ist aber schwer, da hochzukommen. Vielleicht reicht das ja so schon. Wenn nicht, dann schneide ich aber, weil ganz ehrlich. Jetzt ganz langsam ansteigen. Nicht zu steil. Ey, was ein Mist. Ernsthaft. Wer denkt sich denn sowas aus? Ist doch egal, wie man da runterspringt. Schafft er das überhaupt? Ey, es ist ein Mist. Oh nee, ey. Ach, jetzt geht's schon. Ich hab die Markierung. Kann ich nicht. Ach Leute, ich mach das nochmal neu. Wirklich. Ich mach's noch. Es ist mir egal. Ich hab's falsch gemacht. Ich stürze einfach ab jetzt. Mir egal. Wuhu! Kann ich vielleicht noch ins Wasser knallen? Vielleicht kann ich auch einfach hier ins Wasser stürzen. Vielleicht geht das ja auch. Okay, ich bin down. Tschüss. Was eine Grützenmission. Also, das ist jetzt echt bescheuert. Und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder da beim Rollfeld, oder? Ach, weirder Checkpoint, wirklich. Gut, wir sehen uns gleich, wenn ich da kurz vorm Ring bin. Bis gleich. So, ich nehme euch jetzt schon mal wieder mit. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das ist jetzt mein dritter Versuch. Da oben ist der Ring. Ich bin jetzt, als ich das Flugzeug betreten habe, bin ich erstmal nach links geflogen, um mal ein bisschen mehr Anlauf zu nehmen. Weil ich das Gefühl habe, du kannst mit dem Flugzeug, du darfst nicht so steil ansteigen, weil sonst gewinnt es kaum an Höhe. Du musst das wirklich ganz langsam machen. Und dann Stück für Stück. Also es ist, ich weiß nicht, ob das im Original auch schon so blöd war. Vielleicht stelle ich mich ja auch gerade einfach nicht gut an, aber so ist es auf jeden Fall besser. So kann man langsam an Höhe gewinnen. Und dann nimmt man halt einfach ein bisschen mehr Anlauf. Dann geht das auch. Jetzt bin ich schon auch gleich auf der Höhe, wie man sehen kann. Also einfach beim, wenn man einsteigt in das Flugzeug, nicht nach rechts fliegen, zum Ring direkt, sondern erstmal so ein bisschen nach links und dann, dass man so schön viel Anlauf dadurch hat. Und dann ist man auch auf der Höhe dieses komischen Rings hier. Was auch immer das soll. Keine Ahnung, was es soll, aber egal. Boop. Oeo, Balu. Cool. So, jetzt die Frage, wann springe ich hier ab? Ich meine, ich muss den eigentlich gar nicht zünden, ne? Also. Aber ich mach's trotzdem. Zack. So, ist die Frage, ich kann ja auch schwimmen, ne? Soll ich da jetzt so lange? Mach mal ab hier den Scheiß. Kann man den nicht abmachen? Gab's hier irgendwie einen Button, wie man den abmachen kann? Ach, keine Ahnung mehr, wie das geht. Das überhaupt ging. So, und jetzt beginnt nämlich der coole Teil dieser Mission. Diesen Flugzeugteil würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen. Wenn man da jetzt nicht drin landet, ist das, soweit ich weiß, kein Problem. Also es ist jetzt nicht die Pflicht, dass man da exakt drin landet. Ich würde es natürlich trotzdem gerne schaffen, aber ich werde es aber, glaube ich, nicht schaffen. Oder doch, ganz knapp. Nee. Oh boy. Begib dich zum Ende des Dammkais. Ja, es gibt ein paar Wachen, die hier positioniert sind. Das ist aber eigentlich auch nicht das Ding. Die machen wir jetzt aber fertig. Gib Acht, dass dich die Wachen nicht entdecken, die in der Gegend patrouillieren. In der Nähe eines der Container ist ein Messer versteckt. Es könnte dir nützlich sein, aber ich habe doch eine schallgedämpfte Pistole. Von daher ist mir das egal. Ich habe keine schallgedämpfte. Wieso habe ich keine schallgedämpfte Pistole mehr? Okay, das ist jetzt eine Grütze, wirklich.
Wobei, hier draußen ist es noch nicht das Problem. Wie sogar Akimbo. Ganz krass. Na, das Messer schadet nicht, oder? Wobei, ist mir eigentlich egal. Hey, I found him. He's over here. Don't blame me, blame society. Hey, I found him. He's over here. Hey, I found him. He's over here. Ja. Okay, die Polizei hat uns schon mal bemerkt, aber die Wachposten, die viel näher dran sind, noch nicht. Das ist natürlich logisch. Okay, jetzt brauche ich wirklich das Messer. Ich glaube, wenn ich jetzt hier entdeckt wäre, das wäre nicht so cool. Du musst unbemerkt bleiben. Wirst du entdeckt oder machst du zu viel Lärm, wird das ganze Gebäude alarmiert. Drücke in der Nähe eines Generators Richtungstaste nach links, um die Ladung zu platzieren. Du brauchst eine Ladung für jeden Generator. Not yet, but we've locked the Quay entrance and the cops are on the way. Okay, alright. Er kommt auf uns zu. Dreh dich um. Er dreht sich um. Perfekt. Angehen, bis das Symbol kommt. Und eliminieren. Leise wie ein Ninja. Er könnte sich jetzt gleich umdrehen, der Kerl. Der wird sich jetzt auch umdrehen. Jetzt müssen wir wieder warten. Aber das ist okay. Da oben ist auch noch einer, aber der bemerkt uns ja auch nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn man hier bemerkt wird. Also, ich glaube, die können den Alarm auslösen, aber ich weiß nicht, wie fatal das jetzt ist, ob man da noch eine Chance hat, das trotzdem zu gewinnen. He's in there somewhere. Start looking. We got a light saying there's been a break-in. Ach nö. Okay, das war gar nicht. Willst du denn jetzt? Wer bist du überhaupt? Okay. Was zur Hölle? Ich glaube, ich bin noch nicht entdeckt worden. Aber was auch immer das jetzt war. Gibt's hier auch noch eine Treppe auf der Seite? Ne. Karl, könntest du mal bitte nicht so komisch atmen? Das macht mich nervös. Dreht sich wieder um. Ich hol dich. Der Sensenmann ist da. Tralala. Ich kann ja schon mal hier ein bisschen anfangen, oder? Wenn ich schon mal hier bin. Lululululululu. So. Jetzt sollte ich natürlich nicht failen. Das wäre halt nicht so cool. Da sind die Ladungen schon. Okay, der dreht sich da ein bisschen im Kreis herum. Ich weiß nicht, was das soll, aber nervt gerade ein bisschen. Aber das sind doch die letzten beiden, oder? Die kann ich auch über den Haufen ballern, oder was? Ey, das kann doch jetzt nicht das Problem sein. Der letzte Wachposten. Ich glaube, das ist kein Problem. Die sind alle down. Was soll jetzt passieren? Da kann keiner irgendwas auslösen. Die sind alle down jetzt. Ja, ist alles cool. Alle Generatoren sind mit Sprengladung versehen. Geht zum Ausgang. Okay. Das hätten wir dann mal geschafft. Ja, sehr gut. Ging ja eigentlich ganz gut. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the Oh, shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Natürlich. Natürlich. Und es ist auch nicht so, dass die jetzt hier im Wasser gucken oder so, ne? Alles ist in Ordnung. Na gut. Ja, das ist auch ganz gut verlaufen. Ne? Jetzt haben wir noch ein paar Missionen vor uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im Casino, weil das müssen wir jetzt nicht sehen. Ich überspringe das mal eben. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Und es kann weitergehen. Gibt's noch einen Anruf oder sowas? Scheinbar nicht, okay. Nehmen die Waffen nochmal mit. Und dann... Ah, ich wollte ja speichern vorher. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Eben nochmal speichern kurz. Nur ein wichtiger Speicherpunkt hier, weil jetzt... Mir wurde mal geschrieben, hier gibt's wohl einen Glitch, der dazu führen soll, dass man vielleicht nicht weiterkommt. So ein Freeze. Bin ich mal gespannt, ob mir das jetzt auch passiert, aber das werden wir sehen. So. Alright, here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Al? So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we gonna go get some cop wheels. You get the Packer. Hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Du musst 4 Polizeimotorräder klauen und heil auf der Ladefläche des Packers verstauen. Okay, ich weiß nicht, ob dieses... Ist das hier immer hier das Motorrad oder ist das jetzt einfach Zufall? Naja. Der Packer fährt am Stadtrand herum, aber du musst dich beeilen, er ist bald weg. Ja, mach mir jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Druck. Ich meine, 12 Minuten Zeitlimit. Das ist mehr als genug. Außer man verfährt sich hier ständig. Dann machen wir so und dann... So. Klatsch. Salto. Mehr oder weniger. Und das dürfte eigentlich... Ist das die letzte Mission vor dem eigentlichen Heist? Ich glaube schon. Und dann kommt der Heist. Also ich glaube nicht, dass wir unter einer Stunde bleiben, aber... Naja, mal gucken. Ich meine, ich habe euch auch viele andere Varianten gezeigt, die ich gar nicht hätte zeigen müssen. Das hat natürlich auch nochmal dazu geführt, dass das Video ein bisschen länger wird, aber das ist okay. Warte mal, hi. Hey. Hi. Warte. 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 Warte, habe ich gesagt. Fahre das Motorrad auf den Packer. Ja, nichts lieber als das. Und das müssen wir dann noch 3-mal wiederholen danach. Und da soll es wohl am Ende wohl zu einem Freeze kommen können. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt passiert. Wenn es passiert, dann ist es Pech. Ich werde es aber erstmal so tun, also so, das so versuchen und gar nicht dran denken. Also ich werde jetzt erstmal ganz normal spielen und so tun, als würde es diesen Glitch gar nicht geben. Und wenn er dann passiert, dann werde ich mich anders verhalten. Dann. Aber ich habe ja vorher gespeichert, von daher kann da ja eigentlich nichts passieren. Das Problem ist immer, wenn man jetzt das Motorrad abgibt, hat man erstmal selber kein gutes Fahrzeug mehr. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja, gleichmäßig, bla bla, einfach rauf da mit voller Wucht. So, haben wir irgendwas Gutes oder das Taxi ist ganz gut? Okay, da vorne ist der nächste. Irgendwo, komm. Oder soll ich mir jetzt ein Bike holen? Ich hole mir ein Bike. Das ist nochmal ein Ticken schneller. Hey, mein Bike. Mein Bike. Ich heb's auf. Oh, cool. Willst du mitkommen? Kannst auch mitkommen, gerne. Wie geil. Ja, komm. Komm mit. Ich nehme dich mal mit auf eine Spritztour. Dann kannst du dein Bike meinetwegen auch gleich wieder haben. Ist von mir egal. Das ist, habe ich auch, also ich habe es schon mal gesehen, aber selber ist mir das noch nicht passiert, glaube ich. Das, wenn man in dem Moment aufsteigt, wo der NPC auch aufsteigen möchte, dann steigt er halt hinten auf. Weil das Spiel scheinbar, glaube ich, nicht damit klarkommt, dass beide gleichzeitig vorne sitzen wollen. Und dann entscheidet es einfach, jo, dann sitzt du halt hinten. Das ist schon irgendwie cool. Einfach mal mit dem NPC durch die Gegend fahren. So, jetzt halte ich gut fest. Boah, wenn ich jetzt Cam an hätte, würde ich vielleicht einen Dab machen.
Das war ja super geil, Mann. Jo, hi. Viel Spaß noch, ne? Hi. 2 Sterne jetzt, weil ich den Kopf überfahren habe. Das ist nicht cool. Aber ist mir scheißegal. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Stern oder sowas, wenn ich irgendwie mal ein bisschen, bisschen umschaue hier. Vielleicht gibt es hier ja den einen oder anderen Polizeistern. Und wenn nicht, ist auch egal. Also 2 Sterne ist jetzt auch nicht, da muss man sich nicht vorfürchten. Wow. Hier muss es doch irgendwo mal einen Stern geben oder sowas. Da vielleicht? Ich habe halt echt keine Ahnung, wo die Sterne sind in dem Game, ne? Das ist nicht gut. Hier vielleicht irgendwo? Auch nicht. Da ist auch keiner. Da ist der Packer. Das spielt auch keine Rolle. Vielleicht verschwinden sie durch die Hand jetzt. Gleichmäßig. So, bumm. Nochmal. Cops. Hey! Halt an! Brauch jetzt ein Auto. Eine Schrotflinte? Nee. Ich hätte jetzt eigentlich gern einen Polizeistern im Sinn, aber scheinbar gibt's den hier nicht. Also nicht so ohne weiteres. Aber was soll's. Der Packers ist gerade hier. Das ist eigentlich ziemlich günstig. Also wenn ich mich jetzt beeile, dann kann ich mir das Fahrzeug vielleicht holen und dann muss ich nicht ganz so weit fahren. Um den Packer dann wieder einzuholen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Hier drin irgendwo, oder? Ist außerhalb, ne? Außerhalb. Hier. Okay. Wollen die mich jetzt gar nicht jagen, oder? Okay, normalerweise dürfte der Packer jetzt nicht so weit weg sein. Genau, der kommt da nämlich gerade erst. Damn, kann ich da durch? Ah, Mist, nein! Aber das kriegen wir hin. Warte. Muss eben mal kurz hier die Rampe nutzen. Dann geht das nämlich auch. So, und jetzt müssen wir eigentlich nicht so weit fahren, genau. Perfekt. Aber ich würde trotzdem gerne die 2 Sterne verlieren. Das beunruhigt mich ein bisschen, aber... Eigentlich sind die gar nicht so gefährlich. Nee! Oh Mann. Ich meine, das Zeitlimit ist gar kein Problem. Ey! Oh, danke. Danke fürs Aufrichten. Danke. Kann ich auch. Wiu. Gut, jetzt ganz vorsichtig, ganz langsam. Und dann ist es auch gar kein Problem. So, 5 Minuten noch. Ich brauche ein Auto, weil sonst kommen die Cops. Da sind die Cops. Ich brauche ein Auto. Stopp. Danke. Und auch schon wieder ganz gut getimt, muss ich sagen. Da vorne ist schon wieder das nächste Bike. Das muss aber gehen hier. Oh, leck mich doch am Arsch. Da kann ich auch hinlaufen, egal. Komm, CJ, lauf. Ey! Oh, danke. Einer dümmer als der andere. Hallo, jetzt verpiss dich! Alter! Das hat mir fast meine ganze Schutzweste... Hat mich meine ganze Schutzweste fast gekostet. Was mache ich denn jetzt hier? Wo fahre ich denn jetzt hin? Alles eingezäunt. Hier nicht mehr. Okay. Mein Zeitelement ist nicht knapp oder sowas, aber ich will die Mission jetzt trotzdem schaffen. So, jetzt ganz langsam auf den Packer.
dann muss ich ja gleich wirklich nochmal meine Schutzweste erneuern. Aber jetzt ist erstmal die Frage, freest das Spiel oder nicht? Haben sie das... Ich hoffe, das haben sie wenigstens gefixt. Weil das war ja scheinbar ein bekanntes Problem. Und das ist ja nicht gerade ein kleines. Oh, den Stern nehme ich mit. Jetzt bin ich gespannt. Okay, that should do us. Take care of those bikes. Now get out of here. Okay, ich habe keine Probleme gehabt dabei. Also, mir wurde es mal geschrieben. Vielleicht ist das mittlerweile gefixt. Vielleicht hatte ich jetzt einfach nur Glück. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich würde sagen, jetzt müsste eigentlich der Casino-Heist kommen. Deswegen sehen wir uns gleich vor dem Casino wieder. So, da sind wir. Und normalerweise, wie gesagt, ich glaube, jetzt müsste der Casino-Heist wirklich losgehen. Da sollte jetzt nichts mehr jetzt uns im Wege stehen. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Ah, ich hätte die Schütze. Ich hole mir nochmal die Schutzweste. Das ist jetzt echt. Ich meine, die ist ja schon da drüben. Wollte ich eigentlich jetzt machen, bevor ich euch wieder mitnehme. Habe ich vergessen. Machen wir eben nochmal. Weil das ist ja wirklich. Das kann uns wirklich, wirklich retten. Ich meine, wir haben gute Waffen und so. Aber so eine Schutzweste ist schon nicht verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Ist ja so eines der Highlights des Games. Also der ganze Heist, hab ich ja schon mal gesagt. Ist immer was Besonderes so. Also, worauf warten wir noch? Jetzt sollte es wirklich losgehen. Ach, 20 Uhr und 6 Uhr wieder. Okay, ja, macht Sinn. Also, um 7 Uhr morgens einen Casino-Heist zu machen, ist jetzt nicht so cool. Was passiert eigentlich, wenn ich hier... Oh, look here, gun. Oh, es brennt wirklich. Oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich. Ich wollte es doch nur mal testen. Sorry. Ich frage mich echt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, in dieses Auto einzusteigen. Kann man irgendwie die Tür wegsägen oder irgendwas machen? Wahrscheinlich geht's nicht. Wahrscheinlich geht's nicht. Naja, jetzt sind wir zur richtigen Zeit hier. Let's go. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Shit. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Die Mission habe ich vergessen. Stimmt. Klau den Helikopter aus dem Treibstoffdepot des Militärs. Die Tore öffnen sich für Militärfahrzeuge. Das ist wirklich ein Ding. Das habe ich vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, jetzt kommt der Heist schon. Gerade auch, weil ich dann mit der bestimmten Uhrzeit da dachte ich schon so, ja, jetzt geht's los mit dem Heist. Aber nein, wir müssen uns noch einen Helikopter klauen. Beziehungsweise so einen Wagen, so ein Geldtransporter. Und dafür brauchen wir den Helikopter mit dem Magneten dran. Ja, okay. Also, gut. Geht's noch eine Weile länger. Ich glaube, am Ende werden wir so bei einer Stunde 20 vielleicht rauskommen. Die Mission hat es aber auch noch echt in sich, muss ich sagen. Also, das könnte gar nicht so einfach werden. Jetzt ist erstmal die erste Frage, dieses Militärfahrzeug. Wow. Nice. Das Militärfahrzeug, ich glaube, da kommt nämlich immer, wenn man dort gerade frisch ankommt, fährt da gerade eins raus. Also mit Hilfe dieses Fahrzeuges würde man ja dann reinkommen. Hier ist eine Checkpoint-Speicherung, das ist schon mal ganz gut. Denn jetzt kommt da nämlich so ein Fahrzeug, was gerade rausfährt immer.
das klaut man sich dann einfach. Ich meine, man könnte jetzt auch einfach reingehen, ne, in dem Moment. Oh, ich gehe einfach rein, ist mir egal. Ich kann ja auch ein bisschen Radau machen, ist völlig egal. Ey! Die haben alle krasse Waffen, ne? Das ist das Ding. Und hinter mir ist auch noch einer. Jetzt nicht mehr. Also jetzt wisst ihr, warum ich eine Schutzweste habe. Es hat doch schon mal geholfen jetzt. Ich hole mir mal das Motorrad hier, damit wir schneller durchfahren können. Wir können ja auch hier dann so nach vorne ballern. Das geht ja auch. Mist. Ey! Die sind aber auch gefährlich hier. Vor allem in dieser Version. Ja, dann fahren wir halt einmal außen rum, oder was? Okay. Geht das? Nur man muss ja irgendwie hochkommen. Ist die Frage, wo man hier hochkommt. Jetzt bin ich halt wirklich einmal außen rum gefahren. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, man könnte hier hochklettern. Brüder, was bringt das irgendwas? Auch wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt bin ich ja wirklich... Jetzt bin ich einmal rumgefahren ohne Grund. Also es hat ja nicht mal irgendwas gebracht. Einfach nur dumm. Ich meine, ich könnte jetzt hier einmal, aber nee, ich fahre jetzt nochmal genau außenrum, ist mir egal. Es wäre schön, wenn es hier irgendwo nochmal eine Panzerung gäbe. Das wäre ganz nett, aber ich glaube nicht, dass hier draußen irgendwo eine ist. Na gut, wir fahren. War auch schön, sich dieses Gelände einmal angeguckt zu haben. Ne? Habt ihr das auch mal gesehen? Ist wirklich traumhaft hier, also echt schön hier, dieser Ort. Zeig ich auch nochmal hier, wie schön das hinter den Containern aussieht. Guck mal hier. Toll, oder? So. Okay, jetzt wird's unschön. Jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich. Kannst du mal bitte... Alter, die aimen wie die Verrückten. Ich sehe halt nicht mal richtig was. Die aimen wie die Geisteskranken. Ich habe keine Heilung. Ich werde das nicht schaffen. Ey, die aimen echt wie die Kranken hier, ne? Wie die Geisteskranken. Blame Society. Alter, die haben ein Aim des verdammten Todes. Das ist doch nicht mehr normal. Also wirklich. Das ist ja geisteskrank. Ich muss auf jeden Fall da... Jetzt habe ich ja ein Motorrad. Ich fahre einfach rein. Ich fahre einfach rein, so. Da kann ja nichts passieren. Ich muss einfach reinfahren und dann versuchen, dass da nicht gleich die ganze Weste wegschmilzt. Einmal gucken. Hier ist irgendwo einer. Alter, die ganze Weste ist weggeschmolzen! Es geht einfach nicht anders. Alter, die sind nicht mehr normal! Okay, das ist jetzt wirklich geisteskrank hier. Oh, Alter, diese... Diese Arschbratzen, ey, das ist nicht normal. Wirklich, ich... Alter! Meine Weste schmilzt. Ach, sie alle, ich sehe halt die Feinde nicht mal richtig. Auf jeden Fall einen gekillt. Alter, die... Oh, hinter... Alter, wieso... Nimm ich hier Damage? Warum nimm ich Damage? Oh gut, das ist... nicht gut hier. Okay. So. Okay, das ist eine Weste. Die Frage. Gehe ich für die zu... Komm. Mach ihn alle. Ja. Hol dir die Weste. Schnell. Alter, das ist nicht normal. Alter. Warum?
Warum die Kiste? Das macht gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Ey, mit diesem Aiming, was die haben, ist das echt nicht normal. Okay. Das, also so schwer war die Mission noch nie. Also ich habe hier damals null Probleme gehabt, aber mit diesem Aiming... Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich hier überall Hitman habe. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Was die dir hier entgegenschleudern. Alter. Ich bin leid. Wo? Wo denn? Ich sehe nichts. Was? Ach, da oben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde immer noch Was? Ich habe die nicht mal gesehen. Wahnsinn. Und wahrscheinlich sind wir immer noch davor jetzt. Ne, jetzt bin ich hier oben, okay. Mit mehr Leben als vorher, oder was? Okay, das geht eigentlich klar jetzt. Alter Schwede. Wo denn? Ach, davor. Hm. Wo dann? Meine Güte! Das ist echt, also... Dieses Aiming, das ist nicht mehr normal. Wirklich, das ist nicht normal, was hier abgeht. Ey. Du weißt gar nicht, von wo du Schaden nimmst teilweise. Das ist geisteskrank. Ich glaube, ich bin am Arsch. Alter, was zur Hölle ist hier los? Junge, willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Okay, that escalated quickly. Okay, das ist krank. Also gut, dass es einen Checkpoint gibt, aber... Das ist ja wirklich... Irgendwo hier ist einer mit einem verdammten Raketenwerfer. Ach, das ist einfach der Heli. Ich muss da jetzt aber irgendwie mal da kurz ran, sonst ballert er mich gleich ab hier. So. Und jetzt einmal hier. Du warst das. So. Finally. Und jetzt gibt es sogar noch eine Minigun obendrauf. Die Kampfhubschrauber sind zerstört. Geh zum Helikopter und verdrück dich. Jetzt haben sie bestimmt hier oben noch einen platziert, oder? Ganz fies, auf der Seite? Nee, okay. Hallo, kann ich jetzt mal hier hoch? Es ist... Alter. Ey, diese Mission. Begib dich zum Depot und hebe den Bankwern heraus. Benutze dazu die Winde des Helikopters. Okay. Aim der Feinde. Gut. Und danach ist dann aber wirklich der Heist am Start. Also das ist dann wirklich der... Ich wollte doch nur ein bisschen schnell fliegen. Weil das jetzt ganz schön Zeit gekostet hat. Also ich bin wie gesagt nicht auf der Flucht hier, aber... Das war halt wirklich echt nervig. Ich werde... Ich meine, du fährst mit dem Motorrad rein und verlierst schon deine... Die Feinde schauen dich nur an und du siehst nur, wie deine Schutzweste einfach nur dahin schmilzt. Wie so ein Eis an einem heißen Sommertag. So ein Soft-Eis. Aber naja, das sollte jetzt hier nur noch... Das ist jetzt nur noch von A nach B fliegen. Dann ist es das ja auch schon. So, da vorne ist irgendwo der Van. Kann man ihn schon sehen irgendwo? Ich glaube, da ist er. Hier links, neben dem Heli. Da, genau. Dann können wir ja schon mal den hier so... Habe ich ihn schon? Nee, habe ich noch nicht. Moment. Ich hab das gleich. Das kenne ich doch noch vom Steinbruch. Ha. Bring den Bankvan zu dem Flugzeugfriedhof in der Wüste. Da ist eine gute Idee. Ich hoffe, der kann jetzt nicht kaputt gehen hier. Der sollte aber eigentlich unzerstörbar sein, oder?
Das Problem ist jetzt nur, dass man hier nicht... Heb das Ding mal an ein bisschen. Damit er nicht so baumelt. Das ist nur das Problem jetzt, dass das ganz schön weit weg ist. Aber egal. Das kriegen wir jetzt auch noch durchgedrückt. Ich meine, ich hätte das auch in mehrere Parts splitten können hier, ne? Aber ich dachte mir mal so, das habe ich damals schon so gemacht. Deswegen dachte ich mir so, warum mache ich nicht mal einen Part, wo man einmal den kompletten Heist in einem Video hat. Um einfach die Sache mal ein bisschen anders anzugehen. Also da hinten sieht man zumindest schon mal die Wüste. Das ist doch schon mal schön. Muss ich jetzt auch gleich noch ausweichen? Also dem Sperrgebiet ausweichen? Oder kann ich einfach so gerade durchfliegen? Oh. Sieht nicht... Nee, wir fliegen am Sperrgebiet vorbei. Okay, alles gut. Oh. Oh. Alles gut, alles gut. Also, ich weiß nicht, der nimmt ja noch Schaden scheinbar. Also, ist er vielleicht doch nicht unzerstörbar. Also, vielleicht kann der Wagen wirklich kaputt gehen, während man hier rumfliegt. Aber wem ist das schon mal passiert? Ist euch das schon mal passiert? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich meine, da muss schon einiges passieren. Ich finde es auch interessant, dass der Magnet gar nicht richtig anliegt. Der liegt gar nicht so auf dem Wagen drauf. Oh. Oh Gott. Oh Gott! Okay, ich sollte jetzt wirklich aufpassen. Wenn ich den Flug nochmal machen muss, ey, dann erschieße ich mich. Das mache ich einmal und dann aber nicht mehr. Einmal pro Projekt und dann reicht es aber auch wieder. Ne, 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 ne. Und jetzt kommt der Zug. Puff, und reißt mir das komplett weg. Okay, wir sind endlich da. Und jetzt gibt es gleich noch das Highlight der Folge. Dann kommen wir mit einer Minute, 1 Stunde 20 überhaupt nicht hin, aber da war das auch nicht eingerechnet. Also ganz ehrlich, das hatte ich selber nicht mehr so im Kopf. Muss ich jetzt genau in dem Bereich absetzen oder was ist das? Kannst du mal bitte ein bisschen stillhalten? Lande den Heli in der markierten Zone. Ja, nichts lieber als das. Puh. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving here himself. He could be anywhere. Yeah, I guess. All right, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Jo, ja dann würde ich sagen, ich schwinge mich aufs Bike. Ich habe gerade keinen Bock auf das Jetpack. Ich schwinge mich aufs Bike und dann... Wobei, wir haben jetzt gerade kein Ziel. Ich dachte, wir können jetzt den Heist starten. Dann gehe ich erstmal kurz speichern, um wieder volles Leben zu haben. Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, jetzt können wir direkt hier den Heist durchziehen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt nochmal einen Anruf oder sowas von wegen, ey Leute, lasst uns jetzt mal loslegen. Oder muss ich jetzt erstmal... Ich muss doch nicht die Caligulas Casino-Mission machen. Oder? Das wäre lame. Weil dann hätten wir die gesamte Vorbereitung jetzt gemacht und können dann den finalen Heist nicht machen, weil es noch an einer Caligulas Casino-Mission scheitert. Das glaube ich aber mal ehrlich nicht. Oder? Ich meine, es kann wirklich sein, dass man die nicht machen kann jetzt. Oh mein Gott, das wäre so dumm. Ich wollte das unbedingt als 50. Folge machen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich kann die Mission, glaube ich, wirklich nicht machen. Ich meine, es macht storytechnisch Sinn, wenn wir das Caligulas Casino überfallen. Oh Gott, das ist jetzt nicht gut. Oh mein Gott. Ja, dann ist es wohl nur die Vorbereitung.
Das tut mir leid, Leute. Das habe ich jetzt nicht mehr so... Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, gut. Okay. Dann nicht. Außer es kommt jetzt auf wundersame Weise irgendwie doch noch ein Anruf, dass wir den doch machen können. Ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus. Ich kann das gerne jetzt gleich nochmal im GTA-Wiki nachlesen, ob das jetzt wirklich so ist. Aber vielleicht kommt ja doch irgendwie ein Anruf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mist. Das habe ich nicht bedacht. Ja, super, ey. Ja, und jetzt? Kommt kein Anruf, ne? Mist. Ich muss, glaube ich, wirklich nochmal... Na gut, aber ich meine, wir haben die gesamte Vorbereitung gemacht. Das ist ja auch ganz okay. Ist ja auch schon mal etwas. Also das war ja jetzt auch nicht, glaube ich, so langweilig. Es waren, glaube ich, auch ganz coole Missionen dabei. Ist nur irgendwie ein bisschen schade jetzt, dass wir jetzt den letzten nicht machen können. Also wahrscheinlich nicht machen können. Ich würde das gerne nochmal überprüfen jetzt gleich. Ich meine, 1 Stunde 16 geht die Folge jetzt. Das ist sowas von okay. Ich meine... Aber wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht auch wirklich nur 30-minütige Folgen gemacht. Das war jetzt eigentlich der Sinn, dass jetzt auch noch das... Aber ich mache jetzt nicht die letzte Mission hier auch noch bei... im Caligulas Casino. Das mache ich jetzt nicht. Nee. Ich gucke jetzt eben nochmal im GTA-Wiki nach, ob das jetzt wirklich so ist. Oder ob man da irgendwas anderes machen kann. Guck einmal, aber ich befürchte jetzt wirklich, dass man das nicht machen kann. Ja, Caligulas Casino überfallen. Es macht doch gar keinen Sinn, das jetzt schon zu überfallen, wenn man noch für Salvatore arbeitet. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen. Das habe ich nicht bedacht. Na gut, dann muss ich das irgendwie im Titel so kennzeichnen, dass da steht vor alle Vorbereitungsmissionen. Also das... Das ist ärgerlich. Ah, Mist. Oh, Mist. Ja, ich hätte es wirklich gerne gemacht mit euch jetzt. Aber jetzt noch die Caligulas-Mission da reinzupacken, nee, das macht dann keinen Sinn. Dann haben wir in der nächsten Folge dann 2 Highlights. Einmal den, ja, eine kleine Reise nach, kann ich ja schon mal sagen, nach Liberty City. Und dann auch den Casino heißt. Dann ist die 51. Folge halt besonders. Außer jetzt kommt auf wundersame Weise irgendein Anruf, wovon ich mal nicht ausgehe. Nee, es macht doch gar keinen Sinn, also jetzt das Caligulas auszurauben, während man noch für Salvatore Mission macht. Das macht keinen Sinn. Ja, verstehe ich auch, aber... Habe ich nicht mehr bedacht. Gut, dann ist es leider so, dann können wir den Heist jetzt leider nicht machen. Aber wir haben zumindest alle Vorbereitungsmissionen geschafft. Und, naja, das ist ja auch schon mal was. Wir sind bei 94,12%. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn das der Fall sein sollte, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing even police. Fold deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight.